Alter, was geht ab, Leute? Hunge. Es ist Montag. Es ist Max Out Monday. Bester Tag in der Woche, vor allem nach diesem leidenden Wochenende. Eieieiei. Erstmal, der Bitcoin ist gefallen. Okay, erst ist er gestiegen und dann ist er wieder gefallen. Das war sehr mysteriös. Und dann hat auch noch Tony Ferguson verloren. Ey, Tony, Mann, mein Herz. UFC hatte ein Event am Wochenende und Tony, einer meiner Lieblingskämpfer, der hatte leider verloren, aber immerhin habe ich ein bisschen Sternshop gemacht, denn momentan läuft Doppel-Sternshop-Bonus. Wie immer, schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr heute gemacht habt, und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo, aktiviert die Glocke. Ich habe hier die Liste, die gehen wir erstmal durch. Was mir noch auf Max fehlt, die Zahl da stimmt nicht ganz, 651, denn ich hatte ursprünglich das falsche Template für diese Liste gewählt und da sind alle Sachen drin, auch Sachen, die es noch gar nicht gibt. So, Gen 2 läuft ja momentan mit Ho-Oh als Spezialforschung, habe ich einen bekommen, auch wieder fast der schlechteste. Ich hatte Mewtwo ja beinahe den schlechtesten und jetzt Ho-Oh auch, da habe ich kein Glück. Und ja, es gibt, also Gen 2 fehlt mir noch, Hergakos, wer ist der nochmal? Skagaborn, Corazon und Capoeira. Capoeira gibt es leider keine Quest, gibt es leider nicht wild erhöht, aber in 2er Raids. Problem ist halt Raids, da einen 100er sich zu ziehen, ja, Wahrscheinlichkeit und Chance nicht so hoch. Da braucht man schon viel Glück oder man raidet halt echt viel, weil schon so ein paar 100 Raids, bis man da mit einem 100er rechnen kann. Ich mache zwar hier und da welche, die ich sehe für die Arena-Punkte und so, aber viel Hoffnung auf einen 100er Capoeira aus dem Raid habe ich nicht wirklich. Dann Gen 3 fehlen noch ein paar Sachen. Hauptsächlich regionale, Gen 4 genauso. Wir könnten Lucario maxen. Da habe ich einen 98er Attack 14 bekommen. Und ihr seht hier auch Sachen, die es noch gar nicht gibt. Deswegen vergesst die Zahl. Und dann sind wir auch bei Gen 5 angekommen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Staub gemacht. Ihr könnt auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wie viel Staub ihr jetzt gemacht habt. Und wir haben ja, das waren ja erst 2-3 Tage. Mit Sternstück dann dreifach. Also ein bisschen geht auf jeden Fall noch. Ja, wir können anfangen mit den Ungeziefer wieder. Die drei hier. Der hier kommt nächste Woche in Shiny. Vielleicht überspringen wir den. Wir machen den dann für nächste Woche. Übernächste Woche kommt der das. Ah ne, dann können wir den auch jetzt schon machen. Also das Ungeziefer wird heute gemaxt. So, ich habe mal rüber geswitcht zum Pushen. Jetzt gehe ich nur noch den Dex runter bis Gen 5. Von Gen 5 habe ich, glaube ich, noch gar nichts gemaxt. Und wie gesagt, das meiste bis Gen 5 haben wir gemaxt, außer hier und da ein paar Ausnahmen. Und danach sind wir fertig. Das war's dann. Das ist doch erst Gen 4, oder? Das ist erst Gen 4. Danach haben wir es geschafft. Das war's dann. Wundert euch nicht über diese Praktibank. Ich mache eine Menge, aber ich habe bisher noch kein Glück. Eigentlich könnte ich die wegschmeißen, aber ich denke mir, vielleicht braucht die irgendjemand mal, aber nicht wirklich. Also falls irgendjemand meiner Freunde mal zuschaut hier und auch ganz viele Praktibalk hat, gerne 1:1 können wir uns mal hinsetzen und 99 Stück miteinander tauschen. Hätte ich nichts dagegen. Aber wir sind schon bei Gen 5. So, hier. Haben wir den hier. Fangen wir an mit dem hier. Der hat voll den verrückten Namen. Guck mal da oder so, was heißt der? Instant Maxen. Zack. Boom. Hat nur 100.000 gekostet. Nice, der war schon relativ hoch. IV-Check für euch. Das war, glaube ich, der erste 100er. Nee. Das war nicht der erste 100er aus Gen 5. Der erste 100er aus Gen 5 war der hier. Lucky 100er für mich. Das war mein erster. Kostet auch nur 100.000. Auch nicht schlecht. Bam. 27. Und dann, wie gesagt, die Katze. Ich überlege, 174. Ne, ich habe gerade geschaut. Vielleicht ist das viel low, wenn ich es entwickle höher, aber nicht mit 174. Der kommt shiny in 2 Wochen raus. Es war ja zuerst shiny Blutzug, habe ich leider keinen bekommen. Jetzt shiny Dumiesel, habe ich noch keinen. Von den beiden Pikachus habe ich aber beides jeweils shiny. Dann die rosane Katze und danach die lilane Katze.
hinzumaxen. Oh, 186. Das ist der teuerste. Zack! Alter, mich juckt zwar in den Fingern, ich will noch mehr maxen. Aber dann reicht der Staub nicht mehr für die nächsten paar Male. Wir müssen uns beruhigen. Obwohl, das ist auch Ungeziefer. Komm, max mal den auch noch schnell. Das ist auch Ungeziefer. Komm. Haben wir uns verdient. Zack! Okay, das war's aber. Über 1 Million haben wir noch. Und ja, ich hoffe, ich bin die Woche fleißig, kann noch ein bisschen Staub machen. Und mit dem Staub, was ich dann diese Woche mache, wahrscheinlich nicht, aber dann komplett Gen 5, zumindest was alles noch da ist oder schon da ist, maxen. Problem bei Gen 5 wird auch die Bonbons sein, weil ich habe gesehen, ich habe viele Sachen, ich habe zwar einen 100er bekommen, aber nicht die Bonbons. Zum Beispiel habe ich bei meinem ersten Tausch, wo ich mir die Schildkröte ertauscht habe, ist der direkt Lucky 100 geworden. Und ich habe nur 11 Bonbons oder so. Also ich habe den einmal gefangen und ein paar Mal rüber getauscht und dann wieder verschickt für den einen Bonbon. Oder das war's. Das ist zum Beispiel ein Problem. Und momentan läuft man ja nur mit seinen Buddies rum, die man auf beste Freunde bekommen will. Aber man läuft dann nicht mehr rum, um Bonbons zu bekommen. Also das Feature ist irgendwie komplett tot, rumlaufen für Bonbons. Man läuft ja nur noch rum, um die Herzen zu erhöhen. Deswegen, keine Bonbons von den Sachen. Ich versuche ein paar Sonderbonbons reinzustecken, weil Legendäre sind eh alle voll gepumpt, aber ja, so viele Sonderbonbons mache ich auch nicht. Auf jeden Fall, das war's von mir und Max on Monday, Leute. Morgen sind wir, glaube ich, live. Kommt auf das Wetter an, aber ich denke schon. Schaut's gerne vorbei, ansonsten noch einen schönen Tag. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr heute gemacht habt. Ansonsten mir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.